schwarze Loch innen sieht man nicht, weil das schwarze Loch verschlingt alles, auch das Licht. Man kann sich das vorstellen als eine extrem kompakte Masse im All, heißt, die hat eine so starke Anziehungskraft, dass sie sogar Licht verschlingt und dadurch kein Licht aussendet und man kann sie dadurch tatsächlich nicht sehen. Was die Forscher jetzt aufgenommen haben, ist der Ring der Materie, die um das schwarze Loch tanzt. Die kreiselt wie so ein Wirbel in der Spüle, wenn man den Stöpsel rauszieht, kreiselt diese Materie um das schwarze Loch, wird von ihr angezogen und reibt dann ganz stark aneinander und erhitzt sich. Und dadurch glüht die. Und diesen weißen, hellen Schimmer um das schwarze Loch herum, den hat man jetzt aufgenommen. Um das Bild zu machen, haben Forscher 8 Teleskope zusammengeschlossen und die Daten von denen gesammelt. Das sind Radioteleskope, heißt, die nehmen ganz langwelliges Licht auf. Und indem sie diese Daten kombiniert haben von den 8 Teleskopen, konnten sie eben sehr, sehr genau ins All gucken. Man könnte das in etwa so vergleichen, als würde man von hier aus eine Zeitung in New York lesen. Dadurch, dass es bislang kein Foto von einem schwarzen Loch gab, wusste man natürlich einfach schlicht nicht, wie es aussieht. Und man hat aber Theorien, physikalische Theorien, die beschreiben, wie es wahrscheinlich aussieht. Und jetzt kann man eben abgleichen, stimmt das, was man sich vorher gedacht hat, oder stimmt es nicht. Ein Punkt ist auch noch, dass die Relativitätstheorie von Einstein jetzt an einem Objekt getestet werden kann, das eine extreme Anziehungskraft hat. Und so kann man eben schauen, ob diese Theorie auch unter diesen Voraussetzungen funktioniert. Und nach allem, was man bislang weiß, ist das tatsächlich der Fall.